Hallo, ich bin Werner Glocke, bin der Captain von Freebeter Managers und begrüße euch hier von der Brücke aus meinem Atelier. Wir erleben gerade sehr schwierige Zeiten. Die See ist stürmisch und rau und irgendwie müssen wir da jetzt da durch. Zusammen hoffe ich, wir müssen alle achtsam sein und ich möchte euch jetzt auch nicht groß belehren oder so, aber wir versuchen schon, uns an die Regeln zu halten. Also wir bleiben zu Hause, wir bleiben auf Abstand, aber trotzdem in Kontakt mit euch und wir entwickeln auch weiter unser Spiel. Wir wollen es voranbringen, wir wollen es am Leben erhalten und wir quellen über vor tollen Ideen. Und ja, die würde ich gerne noch mit euch, für euch weiterführen und fertigstellen. Also, wir versuchen in der nächsten Zeit euch ein paar schöne Dinge anzubieten, damit ihr diese freie Zeit, die wir jetzt alle notgedrungen haben, nutzen könnt. Bemalt eure Figuren, probiert neue Sachen aus, dreht vielleicht auch mal ein Video und schickt es uns. Wie beschäftigt ihr euch jetzt in der krisengeschüttelten Zeit? Hängt ihr eine Hängematte, malt ihr Figuren, könnt ihr vielleicht sogar spielen mit eurem Liebsten, mit eurer Familie. Das wäre schön, auch von euch zu sehen. Und ich würde mich echt freuen. Ne? Wir möchten euch jetzt in der nächsten Zeit die Mannschaft vorstellen, wie die Zeit verbringen, was sie machen, mit welchen Projekten sie sich beschäftigen. Und ja, es wird sich hauptsächlich um Freebooters Fate drehen. Aber das ist ja auch unsere Hauptbeschäftigung und ja, wir leben ja auch davon. Es werden Videos sein, es werden vielleicht ein oder andere neues Szenario sein. Wir versuchen auch die Neuheiten, die ja so immer am Anfang des Monats erscheinen, das weiter aufrecht zu erhalten. Bislang sagen die Produzenten auch alle zu. Aber die Situation ist so ungewiss, also wir wissen nicht, wie lange das gut geht, ne? Und wir wissen auch überhaupt nicht, wie lange das Ganze so ist und bleiben wird. Wir hoffen natürlich, dass es schnell vorbeigeht, aber das steht in den Sternen. Ja, das haben wir vor. Ich werde euch hier mit ins Atelier nehmen so, und dann auch so die ein oder andere Neuheit vorstellen oder auch das ein oder andere Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und ja, und wir hoffen, dass wir euch auch damit ein bisschen anregen können, wie ihr die Zeit jetzt meistern könnt. Und wir hoffen, dass ihr alle weiterhin gesund bleibt und ja, dass wir das alles heil überstehen. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.